Hallo liebe Freizeitfreibeuter und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 4. Ich habe den Hafen schon mal verlassen, um mich direkt auf die Reise begeben. Und hier ganz Jux und Dollerei, aus Jux und Dollerei habe ich hier ein Schiff entdeckt. Ganz ehrlich, ich habe es nicht versenkt, aber ich entere es natürlich gerne. Denn es liegt mir quasi... Es ist mir quasi auf die Füße gefallen, wenn man so will. Also ich habe damit nichts zu tun hier, nichts Böses angestellt, sondern der Kahn ist scheinbar irgendwie in eine Windhose gekommen oder sowas. So, wollen wir die Jungs wohl mal ranziehen? Vielleicht können wir die alle sogar abschießen. Das ist ja nur ein kleines Schiffchen. Müssen wir ja nur 5 Crewmitglieder töten. So, und da wäre schon mal der erste platt, der zweite. Oh, der dritte ist entkommen. So, ah, der steht wieder auf, der Mann. Ah, komm, lass das Ding da hängen. Und jetzt einmal hier rüber, schwungvoll. Und Luftattentat, das wäre doch ganz nice. Zack. Und das Schiff ist geentert. Zur Begrüßung. Ja, und ich dachte mir, in dieser Folge machen wir das mal ein bisschen anders. Wir hatten ja in den letzten Folgen viele Missionen erledigt. Und diesmal machen wir mal wieder ein paar Nebenmissionen. 20 Tonnen Zucker, einfach mal frei Haus, 50 Holz und Crewmitglieder. Wir können die Jackdaw reparieren, lohnt sich gar nicht. In Kenways Flotte aufnehmen, lohnt sich auch nicht. Also, pff. Naja, nehmen wir den Kram mal mit. Wir brauchen das Schiff eigentlich nicht, sondern eher die Beute. Wobei die kleinen Schiffe natürlich auch nicht mehr so viel bringen. Und ich hatte ja schon... Oh, das ist natürlich deutlich interessanter. 3000... Ich meine, wir können es eigentlich mal probieren, oder? Warum nicht? Feuer! Muss auf jeden Fall wehtun. Komm schon, nächster Mörser. Ist die einzige Chance. So, die wollen uns natürlich rammen. So viel Segel wie ihr könnt! Feuer! Aber jetzt muss ich aufpassen, wie mein eigener Mörser ralle. Ach du Scheiße. Feuer! Die haben fette Kanonen, die Burschen. Okay, das könnte interessant werden. Bereit zu feiern, Sir. Obacht! Verbind mich nicht! Feuer! Feuer! Ich kann mich da eigentlich nur auf meinen Mörser verlassen. Ein Schott hat's völlig zerlegt! Feuer! Die Sektion ist verloren! Ach du Scheiße. Und dann laufe ich da noch auf. Schön, der hat aber auch getroffen, oder? So, ich muss gucken, dass ich freie Bahn habe. Oh, ho, ho. Einmal langsamer werden, bitte. Shit. Die kriegen Unterstützung, habe ich das dumpfe Gefühl. Ich will aber gerne die 3000 Real. Die müssen uns gehören. Der müsste sitzen. Und er sitzt auch. Sehr schön. Ihre Schwachstelle ist umgeschützt. Schießt! Schnell hin. Und das Schiff entern, bevor es versinkt. Ha, sehr schön. Den Konvoi haben wir gut hochgenommen. Ah, das sind eh britische, oder? Oder waren das sind beides britische Konvois? Da können wir noch Probleme bekommen für. Okay, das wird jetzt spannend. 15 Mitglieder der gegnerischen Crew müssen wir töten. Keine gute Schussposition unbedingt. Moment mal, der Captain. Bin auch sehr weit entfernt. Einen haben wir und den Captain haben wir erwischt. Sehr schön. So lobe ich mir das. Haben wir noch mehr Crewmitglieder erledigt. Zack, rein hier. Da vorne. Obwohl, das sind jetzt Spanier. Also wird sich das britische Schiff da vorne wahrscheinlich gar nicht einmischen. Habe ich an den Uniformen erkannt. Und das war's leider, aber wir haben gut gerockt. So, rüber hier. Wie es sich für einen Piraten gehört. Ja. Oh, die beiden sind gut, haben mich gut abgeblockt. Ich muss mir schnell meine Schwerter packen, meinen schönen Piratensäbel hier. Oh, Backe. Ich will gar nicht so viel wie dir rumrennen. Aber hier mache ich mal eben Platz. Ja! Oh, unsere Crew wird dezimiert. Das kann doch nicht sein hier. Wahnsinnskampf. Adios, amigo. Hier gibt's Geschnetzeltes heute. Frei aus. Ja. Ich spüre meine Piratenklinge. So.
Hier muss ich mal kurz aufpassen. Der Bursche will schwimmen gehen gerne. So. Und das Schiff wäre unser. Mit viel Beute. Na, da haben wir schon einiges erreicht heute. 3000 Real. Wunderbar. Das freut mich sehr. Bekanntheitsgrad verringert in Kenways Flotte aufnehmen. Wenn die noch nicht voll ist. Aber da müsste man ja wieder was aufnehmen können, oder? Doch. Weil es ja eine schöne Fregatte. So, und viele haben ja auch gesagt, ich soll mal wieder mein Outfit wechseln. Allerdings ist das natürlich auch sehr teuer. Ja, war echt eine sehr erfolgreiche Episode bisher. Ich hoffe, es bleibt so. Alle Segel, Bewegung! So, und die Crew-Leute da vorne können wir auch noch reinpacken, denn die können wir gebrauchen. Menschliches Treibgut, bereit machen für Aufschlag! Scheint noch zu leben! Feuerfässer sind voll. Mann. Da sind wir wirklich erfolgreich auf Beute zugegangen. So, werfen wir mal einen Blick auf die Seekarte. Die ja so einiges offenbart. Hier sind wir unsere Verstecke, also eigentlich direkt vor der Haustür sozusagen alles klar gemacht. Ein Feindschiff, da vorne auch ein Feindschiff, die wir hier im Areal natürlich easy ausmachen können. Hier haben wir den Aussichtspunkt noch nicht synchronisiert. Heute, wie gesagt, ein bisschen Entdeckungsreise und sowas. Muss auch mal zwischendurch sein. Da sind Haie. Hammerhaie. Sie haben Hammerhart. Und da sind Bullenhaie. Ich weiß nicht, welche netter sind. Ich glaube, die Hammerhaie. Aber es werden ja wirklich nur wenige Leute von Haiangriffen überhaupt getötet. Und apropos Haiangriff, hier, das hatte ich ja Oma hier anvisiert. Und das Wrack der Antocha. Ich weiß gar nicht, ob das wirklich Antocha ist, aber es ist wahrscheinlich auch ein historisches Schiff. Sagt mir persönlich nichts. Kenne natürlich auch nicht alle Schiffe. Aber ich will auch nicht wissen, wie viele in der Karibik da noch rumtreiben. Was da wohl noch für tolle Schätze sind. So, wir reisen da mal normal hin. Einfach so schön gemütlich mit Reisegeschwindigkeit. Weil wenn wir dann vielleicht noch verschiedenen Schiffen über den Weg laufen sollten oder mal in einer kleinen Reparatur vielleicht, das sollten wir vielleicht echt mal eben machen. Und zwar die Gelegenheit nutzen. Obwohl das nächste Mal können wir den Kahn halt auch nur noch in einem Hafen reparieren. Nur zur Prophylaxe habe ich die Dinger mal weggeballert. So, und jetzt wollte ich mal Rammen probieren. Feuer! Alter, die werfen ja mit Feuerfässern um sich. Ist ja unglaublich. Feuer! Ja! So, die hätten wir schon. Toll. Hat sich ja voll gelohnt mit dem Rammen. Echt der Oberhammer. Nee, ich will den Kahn eigentlich gar nicht entern. Komm. Feuer! Ciao! Haltet euch fest! So, den Rum und den Zucker habe ich mir eben mitgenommen. Sind bereit, Sir! Es lohnt sich nicht, das Schiff ist zu klein. Crewmitglieder. Ah komm, wir sammeln sie mal eben ein. Die armen Kerle da. Das konnte ich mir ehrlich gesagt auch noch gar nicht so richtig angucken. Weil man die dann immer direkt... Oh. Weil man die dann immer direkt einpackt, die Typen. Die sind ja teilweise richtig auf Flossen und so. Da seht ihr das? Mit so einem Zelt sogar alles. Na, komm rein. So, was haben wir denn da vorne für ein Schiffchen? Ach du... Heilige, alles nur Schoner hier. Wir sind natürlich jetzt auch hier in keinem wirklich gefährlichen Gewässer. Aber wo wir gerade schon mal hier sind, will ich mal kurz beidrehen. Da am Hafen kurz anlegen. Und unser Schiff reparieren und vielleicht mal die Ausrüstung ein bisschen aufstocken. Wir haben ja mittlerweile wieder 7000 Real. Und das ist schon eine Hausnummer, also da habe ich nichts gegen. Da gibt es auch noch verschiedene Aufträge, die warten. Wir haben ja auch die ganzen Assassinen-Nummern und so weiter und so fort. Da steht also, wie gesagt, noch vieles bevor hier in Assassin's Creed 4. Jetzt legen wir aber erstmal hier an. Kopfsegel rein! Rahmsegel einholen! Zieh! Crooked Island. Ich glaube, hier waren wir noch nie, oder? Ich bin mir gar nicht so sicher, ob uns schon mal eine Mission hierher verschlagen hat. Ich glaube, der Ort kommt mir unbekannt vor. Ein guter Ort. Gefällt mir sehr. Heute wäre das ein super Resort und du würdest 10.000 Euro zahlen, um hier pennen zu müssen wahrscheinlich.
Damals saßen so Piratenköppe hier. Hi, alles gut bei dir? Er hat sich ein bisschen verschluckt, glaube ich. Oh, die Ladies. Guten Abend. Oder Mittag oder was auch immer wir gerade für eine Tageszeit haben. Ich weiß es gar nicht. Die Taverne ist natürlich auch immer gut. Oh, dann gibt's Schätze. Deswegen lohnt es sich doch, irgendwo nach Crook Island zu kommen. Sind die da unten? Ah, ich dachte, der wäre da drunter, aber der scheint irgendwie oben zu sein. Hier ist eine Leiter, vielleicht führt die uns zu unserem Schätzchen. Und das sieht gut aus. Sorry, darf ich mal ran? Ah, er ist schon betrunken, er hat da nichts gegen. Moment mal, das ist doch irgendwie ein Shanty oder so, oder? Schon cool, dass wir überall diese Lieder noch drin haben. Wollte ich natürlich gerne mal zeigen, hier eine Taverne, können wir auch kurz mal Rast machen, aber ich bleibe natürlich jetzt nicht nur hier stehen und ziehe mir das Konzert rein, obwohl es schon ziemlich cool gemacht ist. Auch, dass sie hier so viele Lieder drin haben, unglaublich. Das muss ja auch eine Menge Recherche gewesen sein. So, und wenn wir gerade mal hier bei Crooked Island sind, wollen wir aber nicht nur Liedern lauschen, sondern vielleicht auch mal den Aussichtspunkt hier gerade ausmachen. Dann haben wir auf jeden Fall eine bessere Übersicht über die Insel. Alles manchmal ganz schön tricky hier, diese Dinger. So, zum Glück kann er also rückwärts springen. Also das ist wirklich nicht ohne. Da vorne ist unsere schöne Unterwassermission. Ich glaube, das wird jetzt in der nächsten Folge was. Dafür gibt es ja zu viele Ablenkungsgeschichten hier einfach. Aber ist ja Wumpe. Macht ja alles Spaß. Und darum geht's ja. Schöne Insel. Gefällt mir der Ort hier. So, jetzt hätten wir auf jeden Fall mal alles entdeckt und da vorne sind noch weitere Schätzkins. Hui. Ab rein da. Wo versteckt sich dieser Schatz? Ich suche ja gerne auch mal zu kompliziert. Ach, dann nehme ich mir erstmal den da vorne mit. Oh. war nicht so gemein, mein lieber Freund. Ich habe mich leider ein bisschen verlaufen. Sagt man das dazu? Nee, fast gestolpert, wenn man über wen gelaufen ist. Sagt man dann, ich habe mich verlaufen? Eigentlich nicht, ne? Berserkerpfeile. Wunderbar. Meine Stimme ist übrigens immer noch ein bisschen heiser, also nicht wundern. Ah, da ist das Ding. Der Saraza ist ja ein alter Mann. So, und da können wir jetzt hochspazieren. Und einmal bitte die Kiste auf. Und wieder Geld geholt. 8000 haben wir da schon. Es lohnt sich mal eben auch hier diese Städte zu erkunden, genau wie diese Unterwassermission zu machen wahrscheinlich. Wobei es bei diesen Unterwassermissionen wahrscheinlich ja noch mehr Gold gibt. Ich habe ja gesehen, bei diesem Wrack der Antocher soll es ja 7 Schatztruhen geben. Oh, 960 Real. Ist ja eine Hammertruhe gewesen. Ich schubse hier alle Leute um, ne? Ich bin voll unanständig, aber pff, passiert. Ein bisschen Schwund ist immer, sage ich doch. So, jetzt müssen wir aber mal kurz zum Hafenhändler gehen. Und dann Mörser auf jeden Fall holen, weil die ist unsere Versicherung. Und unser Schiff müssen wir natürlich auch mal wieder reparieren. Nur eine kleine Reparatur wäre nicht verkehrt. So. Ah, immer bitte. Genau, das lohnt sich. Und jetzt können wir auch mal verkaufen, weil wir haben ja ein bisschen Beute tatsächlich mal ausnahmsweise gemacht. Ah, 720 Reihe für den Zucker. Und Stoff haben wir gar nichts. Okay. Also halb so wild. Ich, ja genau, kaufen wollte ich eigentlich auch noch. Ja, nicht quatschen, ich will nochmal mit dir reden. Genau. So, dann hätten wir ja auch noch was zu kaufen. Und zwar, Jackdaw Upgrades können wir auch mal gerade wieder gucken. Der Rumpfausbau, 15.000. Aber immerhin hätten wir dafür genügend Ressourcen. Also Holz und Metall. Und die Kohle fehlt leider. Breitseitenkanonen. Oh, das muss ich investieren. Sorry, Freunde, aber das lohnt sich mit Sicherheit. Wenn es mit der Breitseite gibt, dann gibt es richtig. Jagdkanonen, das sind die vorderen.
Die sind eigentlich nicht schlecht. Verstärkter Rammsporn mache ich mal lieber nicht, sonst kriege ich wieder Ärger, dass ich die in die ramme. Verstärkte Rundkugeln, Kettengeschosse, kostet wieder sehr, sehr viel Geld. Ach, du Heiliger. Stärke der Drehbassen. Die sind natürlich auch saueffizient. Aber so schlecht ist unser Schiff auch nicht mehr, oder? Lager für Mörser, 5000. Lager für schwere Kugeln, Lager für Feuerfässer, Mannschaftsquartiere. Die könnten wir wirklich eigentlich mal ganz ehrlich erweitern. Das hilft uns, wenn wir entern. Verschiedene Schiffe und nicht die Enter-Taste drücken. Oh Gott, der war schlecht. Naja, auf jeden Fall ist es ja nicht schlecht, wenn wir mehr Crewmitglieder haben, ganz klar. So. Und jetzt habe ich natürlich auch wieder vergessen, die Mörser-Munition zu holen. Aber dafür haben wir diese tolle Animation. Wow. Wenn das mal nichts ist. So, jetzt müssen wir noch ein drittes Mal mit dem Kerl reden. Ah, ich komme nicht von dir los, mein Lieber. Er ist so ein netter Bau. So, dann kaufen wir jetzt nochmal ganz kurz. Und zwar nur Munition, ganz fix geht das. Und hier Mörsergeschosse. So. Wunderbar, Feuerfässer, alles noch easy. Da kassieren wir auch immer ein paar, aber Mörser, da sind sie knausrig mit. Oh, will wir jetzt zufällig Sushi haben? Oh Mann, da sind schon Fliegen. Das sollte man vielleicht nicht mehr essen. Vor allem nicht als Sushi. Sei denn, man steht auf Eiweiß, eiweißhaltige Fliegeneier. So, so, wir segeln mal weiter, würde ich sagen. Hey, Adewale. Alter Haudegen. Wir haben ja noch einen weiten Weg vor uns. Aber das war, glaube ich, ein guter Zwischenstopp hier. Zumal jetzt unsere Breitseitenkanonen besser sind und unsere Mannschaftsquartiere vergrößert wurden. Da gehen wir doch mal auf mehr Geschwindigkeit. Keine feindlichen Schiffe. Aber was ist da passiert? Können wir da etwa wieder Freihaus entern? Weil so ein Kahn auf den Riff gelaufen ist oder so? Na, mal ganz ehrlich, ich habe nichts dagegen. Ich nehme immer gern Beute Freihaus. Ja, das sieht gut aus. Und da vorne, ja. Diese treibende Beute wartet nur auf uns. Genau. Werf die Trab- und Rahmsegel. So, jetzt kann ich aber hier gar nicht drauf gehen. Raus aus dem Wind. So wie ich das sehe. Alle Segel niederholen. Ich verstehe jetzt nicht, kann ich auf das Schiff schwimmen? Dahin schwimmen vielleicht? Ich probiere es mal aus einfach. Haben ja ein, zwei Leute in die Kommentare geschrieben, deswegen werde ich das jetzt mal probieren. Weil das ja manchmal nicht geht, dass man die Schiffe dann entert. Aber vielleicht klappt es ja so. Von der Crew lebt da auch keiner mehr, deswegen ist da nicht mehr viel zu entern. Aber die Beute würde ich natürlich gerne machen. Und dann haben wir das auch mal gezeigt. Oh, vor allem nicht verbrennen, mein lieber Edward. Es könnte heiß werden. Eine Minute, dann geht das Schiff unter, oder was? Oh. So, einmal bitte hier öffnen. Zack. Holz, das hat sich ja voll gelohnt. Ey, das war doch voll der Super-Kani angeblich. So, Metall haben wir hier noch. Warum haben die nur so wenig geladen? Oh, 21 Stoff. Naja, immerhin besser als nichts, ne? Und solange ich hier noch hier bin, nehme ich auch mal mir die Beute noch mit. Die 8 Real. Rauchbomben sind voll. Und hier können wir nicht mehr ausplündern. Aber wir haben ja noch ein paar Sekunden Zeit. Was lag denn da? Ah, die Munition plündern einfach nur. Das war scheinbar ein Kampf, oder? Zwischen Piraten und Briten. Hier sind einige draufgegangen. Oder sind das nur normale Matrosen? Ich weiß es nicht, aber ich verschwinde mal lieber von Deck dieses Schiffes, um zurück zur guten Jackdaw zu gehen. Und da geht er unter, der Kahn. Wollte ich natürlich gerne zeigen. Yeah, wunderbarer Sprung. So, und weiter geht unsere Reise. Obwohl, wisst ihr was? Soll ich das restliche Geld noch schnell... Ich glaube, ich weiß gar nicht. Nee, komm, wir nehmen noch ein bisschen Geld ein erstmal. Captain steuert. Wir probieren noch was zu kassieren erstmal. Ich glaube, das ist sinnvoll, bevor wir jetzt wieder eine neue Montur kaufen. Ich muss jetzt erstmal hier wieder um die Insel segeln. Eigentlich sind wir jetzt ab vom Kurs. Vorsicht mit dem Klippen. Segel, alle Segel. So, und da müssen wir eh ein bisschen jetzt außen rum.
Und deswegen gehen wir mal wieder auf die Reisegeschwindigkeit, lassen die Jungs ein bisschen Lieder trällern. Das ist ja schon krass auch. Muss man sich mal vorstellen. Also, so ein echtes Segelschiff ist natürlich lange nicht so wendig, wie ich das jetzt hier im Spiel steuern kann. Und es ist kein Wunder, dass dann in Stürmen teilweise auch verschiedene Schiffe auf Grund gelaufen sind. Da gibt es ja auch verschiedenste Geschichten, wie die Philippinen, also wie die Menschen, die da an dem Pazifik, da im Südpazifik leben, beispielsweise die Philippinen, wie die damals es geschafft haben, den ganzen Pazifik zu besiedeln, die kleinen Inseln. Das waren ja nur super kleine Schiffe. Und tatsächlich haben die es sich gewagt, da irgendwie hinzusegeln. Und vor allem haben die ja nach den Sternen navigiert. Da habe ich letztens auch noch eine interessante Doku drüber gesehen. Über einen, der das immer noch heute so macht. Also der nur nach den Sternen navigiert. Und nicht mit dem GPS oder so. Finde ich bewundernswert, wenn man sowas kann. Ich glaube, ich wäre hoffnungslos verloren, wenn ich da treiben würde. Man kann natürlich sich ungefähr an dem Nordstern, kann man ja ungefähr ausmachen, okay, so und so ist es, da ist Norden, aber dann weiß ich ja trotzdem noch nicht genau, wo ich bin, wenn ich mit dem Flugzeug abstürzen sollte oder so. Da lobe ich mir wirklich sowas wie GPS, ganz ehrlich. So, der hat 35 rumgeladen. Eigentlich können wir die mal eben hochnehmen, oder? Können wir mal unsere neuen Breitseitenkanonen versuchen. Zeichen, Captain! Schiff verfolgt uns, Sir! Denke, das ist ein Kutter! Feuer! Captain, ein paar Treffer hier und sie drehen auf den Grund! So, dann sagen wir uns erstmal die Beute. Hier ein Grog mehr! Ein Grog mehr, genau. Die haben zu viel Monkey Island gespielt, sage ich dir. Feuerfeste sind voll, mehr haben wir da nicht bekommen, das ist ja läppsch. Deswegen sollten wir den Kahn jetzt wirklich entern. Ist aber eine schnelle Nummer wieder. Jetzt geht ein Zoll Segel! Und dafür haben wir dann auch ein bisschen mehr Kohle. Natürlich sind diese Schiffe wirklich mittlerweile für unsere Flotte völlig uninteressant. Das bringt echt gar nichts mehr. Oh, die gehen gleich unter. Das sind aber auch wirklich nur eine schnelle Beute. Lassen wir sie Eisen schmecken. So, und jetzt schnappt ihr mal lieber das kleine Kanönchen hier. Und dann heizen wir den mal ein. 5 Stück müssen wir eliminieren von denen. Einen hätten wir schon mal. Was haben wir denn da für Fässer? Können wir also die Luft jagen, die Feuerfässer. 2. Da vorne. Also weit komme ich leider nicht rum. Mist, hätte ich mir erstmal die Typen da hinten schnappen sollen. Haha, habe ich es jetzt tatsächlich noch erwischt. Komm, das reicht. Den anderen schnetzen wir noch aus Jux und Dollerei weg. So, rüber hier. Aber manchmal kriegen sie es wirklich hin, mir zu entkommen. Das wundert mich immer, aber es ist nicht von langer Dauer. Super. Und die Beute wäre unser. Mal wieder. Ach, ich freue mich, wenn ein Beutezug erfolgreich ist. So, Jackdaw reparieren, Bekanntheitsgrad verringern können wir hier mal eben machen. Weil ganz ehrlich, brauchen wir nicht in der Flotte. Ich könnte gute Männer brauchen. Ja, die ein gutes Wort für uns einlegen. Wir sind auf keinen Fall an der Sprengung der Blockade beteiligt gewesen, bei Nassau oder sowas. Und nein, wir würden natürlich auch... Ach nee, das interessiert die ja eh nicht, waren ja Spanier. Denen ist es ja völlig egal. Mit dieser Beute können wir das Schiff aufrüsten, Captain. So, wir könnten ja tatsächlich mittlerweile auch ein paar Crewmitglieder gebrauchen, die da irgendwo rumtreiben. Seeräuber leben, Mann, das freut mich aber... Wir hatten übrigens auch noch eine Trophäe zwischen den Folgen bekommen. Irgendwas mit Hammer. Ich weiß es nicht. Ja, aber das Seeräuberleben, das ist natürlich so eine Sache. Und da wurde mir ja vorgeworfen in den Kommentaren, ich würde dieses Spiel nicht blind spielen, was natürlich völliger Nonsens ist. Also ich sitze natürlich nicht hier mit Augenklappen wie so ein Pirat, sondern mit blind ist gemeint, dass man es vorher schon mal durchgespielt hätte. Also wenn man es nicht blind spielt, hat man es vorher schon mal durchgespielt. Das habe ich leider nicht, weil da fehlt mir die Zeit zu. Ja, das wäre wunderbar, wenn ich das schon hätte machen können. Dann könnte ich euch wahrscheinlich auch ein super Gameplay bieten hier und nicht so teilweise so viele Fails. Aber irgendwie ist es ja auch völlig okay so. Und ich spiele halt auch ehrlich gesagt lieber neue Spiele. Ich spiele auch selten Spiele zweimal. Was ich zweimal gespielt habe, war zum Beispiel Heavy Rain oder so. Aber ich spiele wirklich sehr selten Spiele zweimal.
weil ich dann lieber wieder eine neue Geschichte erlebe. Und es gibt ja auch so viele, so verdammt viele gute Spiele. Das ist einfach unglaublich. Und ich freue mich immer, wenn dann auch neue geile Titel rauskommen. Ich freue mich ja am meisten, muss ich ganz ehrlich gestehen, über so Titel wie Beyond Two Souls oder so. Assassin's Creed gehört natürlich auch zu meinen Evergreens. Aber hier muss ich mal eben kurz bremsen. Und ich finde es auch cool, dass sie da so ein riesen Universum drum geschaffen haben, dass es eine Erfolgsserie ist, weil ich mag auch den historischen Ansatz von Assassin's Creed sehr gerne, dass man hier wirklich ein bisschen über Geschichte lernt und ich probiere auch ein bisschen was zu vermitteln von meinem wenigen Wissen, was ich dann darüber habe, aber den Rest kann man dann ja im Notfall noch recherchieren, auch wenn man sich dafür interessiert. Ja, und ich würde mal sagen, in der nächsten Folge, liebe Freunde, geht's dann auf zur Unterwassermission. Da sind wir nämlich gerade angekommen. Und da bin ich mal tierisch gespannt, was uns da unten erwarten wird. Ja, und da sind wir jetzt auch unter Wasser angekommen und in der nächsten Folge werden wir dann versuchen, die Truhen zu bergen, denn wir brauchen dringend die Moneten. Das ist wirklich sehr, sehr wichtig, dass wir mal wieder zu Geld kommen. Ich will euch ja noch neue Monturen zeigen, ich will noch gerne die Jackdaw aufrüsten, ich will uns gerne noch neue Pistolen auch mal holen oder sowas. Wäre toll, oder? Was wollt ihr euch denn gerne holen, beziehungsweise was sollen wir holen? Schreibt's doch mal in die Kommentare. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir sehen uns wieder in der nächsten Episode.